Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Black Forest Drive. Und wir haben uns nochmal die alte G-Klasse geholt. Und wenn ihr es schon so richtig hinguckt, jawohl, Doppel-Lamellengrill, wir haben uns eine AMG-Version geholt. Jetzt ist ja die neue draußen, deswegen fällt die hier so ein bisschen, ja, die wird ein bisschen uninteressant für die Leute, aber das ist unfair der G-Klasse gegenüber. Wir fänden die immer noch geil. Und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir ein Video, wo, ihr seht es glaube ich auch schon ein bisschen, wo zeigen soll, was kann die im Gelände. Und darum soll es auch in dem Video gehen. Ich werde jetzt hier nicht das ganze Auto erklären. Was kann es? Das ist jetzt wahrscheinlich eher, weil das ältere Modell ist, uninteressant und ihr das auch nicht hören wollt. Ihr seht jetzt Fahraufnahmen im Gelände, was wir fabriziert haben, so gut es ging. Und vielleicht noch ein bisschen Sound, weil es ja ein AMG ist. Und darum soll es jetzt in dem Video gehen. Viel Spaß.
das war es auch schon wieder von unserem Video von G-AMG, das wir euch gezeigt haben. Wie gesagt, es ging nur noch mal darum, was kann am Gelände. Dazu haben wir ein bisschen im Steinbruch gedreht, wie ihr gesehen habt. Sound hatte da ein bisschen dabei und darum sollte das Video einfach gehen. Einfach um die Faszination G-Klasse und gar nicht groß hier um die ganzen Hebel, die da im Fahrzeug verbaut sind. Und die neue G-Klasse ist ja jetzt auf dem Markt, die werden wir euch auch noch zeitnah vorstellen. Aber das soll es jetzt von der G-Klasse gewesen sein. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne mit einem Daumen belohnen. Und wenn ihr uns abonniert, seht ihr uns bei den richtigen Tests und bei solchen Videos beim nächsten Mal wieder.